Schneider, der deutsche Meister, der auch Großes vorhat in der Halle. Er wird in Dortmund die nächste Woche über 800 starten, heute über 1500, ein weiteres Rennen über 1500 Meter bestreiten in der Halle. Und wir sind heiß drauf, wir sind gespannt, was für Zeiten Heile, der sympathische Mann aus Äthiopien, hier laufen kann. Ja, Haile Gebrselassie hat ganz interessant auch eben noch diese Information von seinem Manager Jo Termes im Dezember kaum trainiert. Warum? Weil seine höchst interessante Lebensgeschichte verfilmt wurde von Walt Disney und deswegen ist er erst Anfang Januar so richtig ins Training eingestiegen und er will jetzt was tun, um hinten raus auf den letzten Metern wieder seine alte Stärke ausspielen zu können, die Rennen in Sport zu entscheiden. Und gerade dieser Hicham El-Gerush, es ist ein harter Konkurrent von Haile Gebrselassie. Gerush übrigens jetzt an vierter Position laufen. Vorne Pacemaker. Ja, Rüdiger Stenzel hängt ziemlich zurück, aber das Anfangstempo ist natürlich auch sehr, sehr hoch für ihn. Tariq Buruqi vom TSV Bayer Leverkusen vorne. Er macht die Pace hier in den ersten Runden. Rüdiger Stenzel hängt schon 15, 20 Meter zurück. Hier lief er gerade durchs Bild. Das Tempo ist einfach zu hoch für ihn. Er lief eine 3000 zum Auftakt unter 8 Sekunden. Und hier seine Fans, die im letzten Jahr schon hier waren. Als er hier über 3000 Hallenweltrekord lief. Seine Freunde, seine Fans aus Äthiopien. Es wird tatsächlich ein Zweikampf zwischen Hicham El-Gerush und Haile Gebrselassie. Ja, vielleicht haben Sie es hören können, 1,53 war es die Zwischenzeit für die 800 Meter. Aussagekräftiger noch die 1000 Meter Zwischenzeit, die jetzt gleich kommt. Und Jo Termens, der Manager, der Trainer, der Betreuer von Haile Gebrselassie, ist jetzt unten bei Harald Schulz. Ganz kurze Zwischenmeinung. Ganz kurz, ich höre uns ja eigentlich niemand zu. Was hat Haile Gebrselassie heute hier vor? Schnell laufen und er hat einen Superläufer dabei. Gerush, so zusammen wird es Richtung Weltrekord gehen, wie es jetzt aussieht. Aber wenn wir sehen, die letzten 500 Meter, aber er ist sehr gut drauf. Gerush natürlich noch besser, ist ein 500 Meter Expert, und aber sieht sehr gut aus. Mein Weltrekord wäre im Bereich des Möglichen. Ja, möglich, aber es hängt davon ab, was die letzten zwei Runden. Gut, Dankeschön. So, es geht in die entscheidende Phase. Hicham El-Gerush setzt sich von Haile Gebrselassie ab. Und der Weltrekord in der Halle wird gehalten von Nourdine Mosseli. Steht bei 3,34,16 Sekunden. Und das sollte drin sein. Er kann 32 Sekunden laufen auf den letzten 200 Metern. Und würde sich als Neuling eintragen in die Weltrekordliste. Der starke Mann aus Marokko, Hicham El-Gerush. Haile Gebrselassie kann nicht kontern, aber konzentrieren wir uns erstmal auf den Weltrekord. Wie gesagt, 3,34,16. Es wird ein phänomenaler neuer Hallenweltrekord in Stuttgart.